Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch unzensiert von Haftbefehl in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Unzensiert von Haftbefehl, das Ganze am 18. Dezember 2015 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Lange ist es her, 5 Jahre mittlerweile, da erschien dieses Album unzensiert, allerdings damals wirklich rein nur digital. Und jetzt genau auf den Tag, also wirklich auf den Tag, exakt vor 5 Jahren, am 18. Dezember 2015 erschienen, jetzt am 18. Dezember 2020 ist es soweit und das Ganze gibt es auch physisch, in diesem Fall auf Vinyl, auf einer limitierten roten Doppelvinyl. Ja, wir haben hier das Album. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Aber bevor wir das tun, haben wir hier noch einen kleinen Sticker, den wir uns kurz anschauen. Und zwar lesen wir hier, limitierte rote 180 Gramm Doppel-LP, unzensiert, erstmal auf Vinyl. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir werden die Folie entfernen und uns dann im Detail ansehen. Wie gesagt, es gab das Ganze wirklich immer nur digital. Es ist ein Mixtape, eben aus dem Jahr 2015, kein Album. Und es gab das Ganze wirklich immer nur digital. Also zum Kauf digital oder natürlich auch zum Streamen. Aber damals weder Box noch Bundle noch CD noch Vinyl noch sonst was erschienen. Und jetzt eben nach 5 Jahren Premiere hier auf Vinyl. So, wir haben hier das Cover, das gleiche wie damals. Also oben hier der Haftbefehl-Schriftzug, etwas abgeschnitten. Dann haben wir hier Haftbefehl, der hier am Fenster steht mit seiner Waffe, mit einer AK. Und hier unten lesen wir dann noch unzensiert. Ja, Chabos ist hier auch mit am Start. Auf der Seite lesen wir auch wieder unzensiert. Und auf der Rückseite haben wir dann die komplette Tracklist dieses Mixtapes. Und zwar haben wir hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben ohne Ende Features, also wir haben hier Features mit dabei von Moses Pelham, Capo, Uvo 361, Millionär, Hannibal, Jelo und Abdi, Millionär, DOE, Jelo, Sufjan, Hannibal, Enemy, Abdi, Brate Aslak, Nimo, Bowser, Dia, Capo, Sufjan, DOE, also jetzt hier mittlerweile Dosis, Enemy, Dia, Chata, Bowser, Dosis und Oleg Sesh. Ja, also das ist auf jeden Fall eine riesen Menge an Features. Hier nochmal Hafti mit seiner AK. Dann hier die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein. Von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen und links und rechts dann die Credits zu den einzelnen Tracks. Wir haben hier rechts einmal Hafti in rotem Licht mit einem Heiligenschein und auf der linken Seite, es sieht ein bisschen so nach Teufel aus oder ja, zumindest diese Silhouette ist hier gehörnt. Und wir haben hier jeden einzelnen Track dann im Detail, man kann es lesen, mit den Infos, wer daran beteiligt war, wer den Text geschrieben hat, wer produziert hat, wo das gemixt, gemastert wurde, all das kann man hier nachlesen. Auf der rechten Seite ebenso, also die gesamten Credits hier erfasst. So, dann schauen wir mal die Vinyls an. Wir haben hier natürlich 2 Stecktaschen. Das ist Nummer 1. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. Und dann haben wir hier Vinyl Nummer 2. So, auch hier nichts weiter drin. Also keine CD und auch kein Download-Code oder ähnliches. Und die Vinyls kommen hier in schwarzen Papierhüllen. Wir starten natürlich mal mit Vinyl Nummer 1. Das ist in diesem Fall diese hier, also schwarze Vinyl und hier im Zentrum in der Mitte dann transparent. Und wenn wir die Vinyl hier rausholen, dann kommt die hier in einem knalligen Rot. Das in dem Fall die A-Seite mit den ersten Tracks hier durchnummeriert, 4 Tracks hier auf der A-Seite. Features wurden hier ebenfalls vermerkt. Dann haben wir die B-Seite mit weiteren 4 Tracks. Beziehungsweise 3 Tracks und einem Skit. Und die Mitten, die sind auch unterschiedlich gestaltet. So, dann kommen wir zu Vinyl Nummer 2. Die kommt natürlich auch wieder
in einer schwarzen Papierhülle und die Vinyl ist dann auch wieder in Rot natürlich. So, das ist die C-Seite, auch hier wieder mit den Tracks in der Mitte und einem bestimmten Artwork und auf der Rückseite dann nochmals Haftbefehl hier am Fenster stehend, das ist dann die D-Seite. Ja, also jede Seite hier mit jeweils vier Tracks, also 16 gesamt. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Wir haben die beiden Vinyls, die kommen hier beide in den schwarzen Papierhüllen und beide Vinyls sind hier rot eingefärbt. 8 Tracks auf der ersten, 8 Tracks auf der zweiten. Ja, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition zu dem Mixtape Unzensiert von Haftbefehl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Mixtape bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.